Hallo zusammen, heute geht es mal um das Boot und das Fischen auf hoher See gehen. Das ist auch eine Errungenschaft, also ich habe jetzt hier diesen Bootsbauer gebaut und auch ein Dock. Allerdings macht das nicht so ganz so viel Sinn, also eigentlich kann man da wohl mehrere Boote lagern und die Dorfbewohner können die dann auch benutzen. Das habe ich allerdings irgendwie noch nicht hingekriegt. Der Fischer fährt da jetzt nicht alleine mit dem Boot raus. Ich habe es auch dort angelegt. Ich habe alles versucht. Bin hier mal so ein Stück rausgefahren und habe mal versucht, den ersten Fisch zu fangen. Die Steuerung des Bootes ist hier sehr gewöhnungsbedürftig. Das wird er gleich noch sehen. Jetzt hier einfach mal irgendeinen Köder probiert und den ersten Fisch rausgeholt. Da will ich ein bisschen jetzt mal spulen, nicht wundern. Es dauert halt eine Weile, bis da ein Fisch anbeißt. Und das war jetzt ein ganz normaler Fisch. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter geangelt. Und dann bin ich weiter rausgefahren aufs Meer. Und das muss ja auch einen Sinn machen, das Boot. Hier vorne hätte ich wahrscheinlich noch normal erreichen können mit der Angel. Wenigstens mit dem Dock. Und hier draußen gab es jetzt nochmal eine Stelle, die weit, weit draußen war. Aber ihr seht, das mit dem Paddeln ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht so erscheint. Ich muss hier mal steuern mit beiden Tasten, um gerade zu fahren und rechts und links, aber es ist sehr ruppig, die Steuerung. Hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich dann in der Position war, die mir gefallen hat. Und hier habe ich meine Angel ausgeworfen. Siehe da, wir haben plötzlich einen Hochseefisch gefangen. So eine Errungenschaft ergibt einfach nur mehr Fleisch. Aber es sind zwei oder sogar drei Stücken Fleisch, während ein normaler Fisch immer nur eins gibt. Und es schaltet sich dann hier wieder im Menü eine Errungenschaft frei. Was ich da noch rausbekommen habe, ist, dass es hier einen Angelbereich gibt. Den kann man dann immer, wenn man da mit der Angel ist und die aktiviert hat, E drücken und es markiert ringsum den Angelbereich. Das wäre dieser große Kreis. Deswegen ist es, glaube ich, auch egal, wo man da die Angel reinwirft, solange man in dem Bereich ist. Ich habe jetzt hier einfach nochmal so viele Fische wie möglich rausgezogen. Ja, bis es denn Nacht wurde, da machte das irgendwann keinen Sinn mehr. Deshalb gönne ich euch nochmal eine Impression und verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video.